Was geht ab, Freunde Supporter? Willkommen zu einer weiteren ehrenhaften Folge und grandios geilen Folge Ghost of Tsushima. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Schön, dass ihr mich hier immer noch unterstützen wollt. Ich hoffe doch. Vielen Dank an alle ehrenhaften Supporter da draußen, die das tun. Lasst gerne eine Bewertung da weiterhin. Tut nicht weh, geht schnell, hilft aber sehr, sehr krass weiter und unterstützt halt mich und den Kanal und das Projekt. Ihr kennt das Ganze, ja, Freunde, ihr wisst ja, Support ist nun mal kein Wort. Checkt auch gerne weiterhin die Videobeschreibung ab. Folgt mir gerne auf Instagram, Twitter und Twitch. Checkt meinen Partner Instant Gaming ab. Fürs Gewinnspiel, was da läuft, könnt ihr das Spiel eurer Wahl gewinnen. Oder auch Guthaben, einfach für eure Plattform. Täglich neue Deals. Ist auf jeden Fall auch ein Blick wert, wenn ihr euch Guthaben gönnen wollt. Ja, so. Ich lasse mich jetzt erstmal noch ein bisschen weiter treiben vom Wind, Freunde. Ja, ich will nur mal eine Stelle weiter sehen, wohin mich der Wind hier treiben wird. Hier haben wir Gegner, warte mal, Freunde, aufgepasst. Granate Gojani! Und wir haben schon keine Wurfwaffen mehr. Super, okay. Oh shit! Du auch noch? Komm her, du Pfeife! Ihr Lappen, Alter, ihr könnt ja gar nichts! Kunai, 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 ihr merkt da, dass ich das eh nicht ein. Jo! Kage, ey, es ist nicht so, wie es aussieht, Kage. Ich wollte es nur einsammeln. Ich würde dich doch niemals verraten, Kage. Du bist mein Pferd. Und nur du. Genauso. Nee, das sag ich jetzt lieber nicht. Jungs, ich wollte sagen, genauso wie ich das Pferd für die Weiber. Nein, Spaß, mal hör doch mal auf. Ey, das Spiel ist ab 18. Ich kann solche Jokes hier machen. Und wer jünger ist, dafür bin ich nicht verantwortlich. Ganz einfach. Es ist halt so. Ja. Was soll ich sagen? Hey, Vogel, wo willst du hin? Wo ist er hin? Der Vogel, Vogel, hallo, Vogel. Okay. Ja, kommt diese heiße Quelle. Oh, hier sind Feinde. Wo sind sie, die Schweine? Wer stellt sich mir zuerst? Lappen! Eis in die Kuna ist ganz geil, wa? Haben wir ja jetzt gerade gesehen. Gut, komm, nehmen wir die eine heiße Quelle noch mit und dann schauen wir mal, was wir für eine Mission jetzt als nächstes machen. Wo ist der Eingang? Hier ist der Eingang. Ah, das ist schon ganz geil. Also das hilft schon ganz gut, weiter die ganzen Sachen zu finden, ne? Worüber sinnieren wir denn jetzt? Nächster Frühling. Lieblingsessen. Was ist euer Lieblingsessen, Freunde? Schreibt es mal in die Kommentare. Ernsthaft. Stopfe ich mich voll mit Shinano-Birnen, frischem Thunfisch und süßem Seegras aus Asamo. Okay. Seegras. Lecker. Ich wüsste gar nicht, was mein Lieblingsessen ist. Es ist so schwierig. Es ist doch so schwierig, Freunde. Es gibt doch so viel geiles Essen. Es gibt doch so viel geiles Essen. Was haben wir denn hier? Geschichte von Tsushima. Es gibt einige in Asamo, die sich gegen die Mongolen wehren wollen, aber sie sind keine Samurai. Niederer Tarn-Talisman. Oder machen wir so eine Story-Mission hier? Mystische Geschichten? Tadayoris Rüstung. Oh, da kriegen wir eine neue Rüstung. Okay, komm, nehmen wir das. Neue Rüstungen sind immer ganz geil. Ey, wie gesagt, ich wollte eigentlich meine aufbessern, aber ich weiß nicht, welche ich nehmen soll. Holen wir jetzt nochmal die Rüstung jetzt? Also wir machen die Mission jetzt, holen wir uns die Rüstung, dann haben wir drei zur Auswahl und dann können wir schon mal entscheiden, welche wir jetzt auf langfristiger Base behalten wollen. Weil, ja, alle hochleveln macht ja keinen Sinn. Also,
Wäre natürlich geil und so, aber oh, mondimbolisches Gebiet. Ach komm, wisst ihr was? Komm, wenn ich sowieso hier schon mal bin, nehme ich das Lager mir echt auseinander. Mit den Lappen hier. Ich lutsch gar nichts, Junge! Was ist, was sagt der da? Bam! Bam! Geil! Einfach geil! Ach ja? Ja, ist das so? Oh, ich hab schon wieder keine Pfeile. Oh, ich hab auch keine Bomben mehr. Kletter doch hoch, Jin. Oh, ich hätte Anfahrten machen können. Sucht er mich? Ja, da, er hat mich einfach verloren. Ganz ruhig, ganz ruhig. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Munition, perfekt. Eisen! Oh. Artefakt. Noch mehr Eisen. Her mit der Kiste. Stahl. Ja, die Loot-Spirale ist auf jeden Fall am Start wieder. Mach dich ready! Ich bin noch ausgewichen! Ich bin ready, Junge! Ich bin noch ausgewichen! Die Kamera wieder, ey. Ich verstehe nicht, wie... Das verstehe ich wirklich nicht. Also, Freunde, man kommt irgendwie klar, aber wirklich die Kamera ist das Schlechteste bisher am Spiel, war. Das ist, ey, ich verstehe es nicht, wie das sein kann. Ehrlich gesagt, ich verstehe es ehrlich wirklich nicht. Warum man nicht einfach... Warum man nicht einfach eine Lock-On-Funktion macht? Warum man nicht einfach eine Lock-On-Funktion macht, wie bei einem Dark Souls zum Beispiel. Ganz einfach. Ich verstehe es nicht. Denn, ja, keine Ahnung, man hat ja jetzt schon mehrfach gesehen, dass es einfach... Ist der ein Stahlschild oder so? Ich bin schneller zu, ey, jawohl, aber nur im Bogenschießen. Jo, okay. Auch hier wieder. Was ist da los, Mann? Warum? Klar, ich komme klar, weil ich ein überragender Gamer bin. So, weißt du, ich bin einfach krass. Aber das hätten sie einfach so locker lösen können. Einfach eine Lock-On-Funktion und es wäre gar nicht das Problem entstanden. Einfach anvisieren. What? Was war das? Sakai-Katana. Auch da haben wir jetzt Oh, Freunde, wir müssen zum Schmied. Wir müssen zum Schmied. Naja. Ja, wie gesagt, also die Kamera. Naja. So. Eisen, immer her damit. Wir müssen uns echt überlegen, was wir da aufleveln. Ist das ich drücke jedes Mal Touchpad für die Map, wa? Jedes Mal. Ist das jetzt abgeschlossen? Ah, abgeschlossen. Okay.
Komm her, komm her. Wo bist du? Hm? Irgendwann machen wir einen friedlichen Ort. So geil. Es ist so geil, es ist so geil. Und jetzt noch Herausforderung. Hey, ich hab Herausforderung gedrückt. Okay, schade. Was ist los mit denen? Alles klar, jetzt geht's los. Alter. Yo. Muss man. Ey, ich schlitz hier alle an, nur. Töte ich keinen. Renn doch nicht weg, du Feigen. So, so, das erste. Du bist der zweite. Jetzt. Haltung wechseln. Komm her. Geht doch. Hier drüben! Alles wird wieder gut. Haben Sie euch verletzt? Sie brannten meinen Hof am Flussweg nieder. Zwischen Zuzu und Asamo. Ihr könnt ihre Männer von den Klippen aus sehen. Gut zu wissen. Ich sehe es mir an. Also eine Rettungsaktion... bringt echt nicht so viel Legendenstatus, oder? So, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Hier! Aber man merkt schon, es gibt schon gefühlt so an jeder Ecke was zu entdecken. Auch wenn die Welt wegen der Story her nicht so belebt ist, natürlich ist ja klar, dass die Story. Das bewirkt, dass es halt nicht so belebt ist wie bei anderen Open World Games, aber man kann sich hier nicht beschweren, dass es hier nicht genug zu entdecken gibt oder zu machen gibt. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall, man. Vor Jahrhunderten rettete der Krieger Tadayori die Asamo-Bucht vor Piraten. Mein Herr, gesellt euch zu mir. Klingt, als hättet ihr eine interessante Geschichte. Überrascht mich, euch in Asamo zu finden. Wir beide gehen dorthin, wo man uns braucht. Meine Geschichte ist auch für eure Ohren. Vor Jahrhunderten war Tadayori Nagao der größte Bogenschütze unserer Insel. Berühmt für seine Weisheit und Treffsicherheit. Der Kami Hachiman selbst war so beeindruckt, dass er dem Schützen seine Rüstung schenkte. Leicht und stark wie keine sonst. In jener Zeit plagten grausame Piraten die Küste. Sie drohten, die Stadt in der Asamo-Bucht auszulöschen. Die Menschen flohen. Doch Tadayori trat den Piraten allein entgegen, in seiner mythischen Rüstung. Die Piraten stürmten die Stadt. Tadayoris Pfeile durchbohrten sie. Nur wenige überlebten. Doch kein einziger Hieb durchdrang Tadayoris Rüstung. Jahre später starb Tadayori friedlich in seinem Heim. Doch seine Rüstung verschwand rätselhafterweise. Manche sagen, seine Nachfahren hüten sie noch heute, bis wieder ein Krieger erscheint, um Tsushima erneut zu verteidigen. Die wenigen Schriften über Tadayori, die es noch gibt, beschreiben eine lila Krone, einen Ort nördlich von Asamo, voll mit lila Chrysanthemen, wo Tadayori oft meditiert haben soll. Tadayori klingt wie vielleicht eine Bogenschützen... Rüstung, ne? Ich will nur die Mongolen aus unserem Zuhause vertreiben. Die Rüstung könnte helfen, wenn sie wirklich so gut ist. Seine Rüstung ist ohnegleichen, mein Herr.
Und ich glaube, dass sie noch da draußen ist. Findet die lila Krone. Achso. Ich dachte, da wäre irgendwas zum Einsammeln. Oh, okay, das ist direkt neben der Mission. Vielleicht können wir ja die abschließen, dann die machen. Was ist das denn hier? Achso, das hat sie. Das war die, die wir gerade eben gerettet haben, wahrscheinlich. Die hatten wir das gerade wahrscheinlich, ja. Ja, man muss seine Augen und Ohren überall haben, wa? Damit man hier alles aufdeckt auf der Map. Obwohl wir ja eigentlich auch erst bei dem ersten Gebiet sind, wa? Wir kommen ja noch mehr. 2 von 24 befreit, 0 von 17 und 0 von 15. Alles, ich bin so jung. Wie lange soll das Game gehen? Ist 30 Stunden von den nicht übertrieben gewesen, was? Obwohl, es ist halt immer so. So Spiele. Spiele, Journalisten, Reviews und so weiter und die Angaben vom Entwickler selbst sind meistens immer ein bisschen mehr als am Ende. Es sei denn, man erkundet jeden einzelnen Punkt, aber ich hatte zumindest für mich selbst das Gefühl, dass zum Beispiel bei Last of Us also vielleicht, keine Ahnung, 70-80% gesammelt habe oder sowas und war dann am Ende mit 23 Stunden dabei. Und dann gibt es trotzdem Leute, die da irgendwie 30 plus Stunden, oder ich habe auch einen gelesen, der über 40 gebraucht hat. Das kann ich mir halt nur erklären, indem man vielleicht, keine Ahnung, auf einem höheren Schwierigkeitsgrad gespielt hat und mehr von Schaum ist, aber wenn man halbwegs gut durchkommt, kann ich mir nicht vorstellen, wie man bei Last of Us 40 Stunden reinballern kann. Wie gesagt, außer halt, dass man vielleicht öfter stirbt oder so. Ja, wie er angetäuscht hat. Du denkst, du kannst mich verarschen, ja? Du denkst, du kannst mich verarschen, kleiner Wicht. Geh mal weg, ich seh nix. 3, 2, 1. Ah, wer schießt auf mich? Ach, da bist du. Zwei Technikpunkte. Boah, diese Tore, wa? Die verbinde ich auch so krass mit Japan einfach. Das ist einfach nice. Was haben wir denn hier? Lesen? R2. Diese Tori-Tore führen zum Fallspitzenschrein, Heiligtum von Inari, dem Kami der Landwirtschaft. Sollen wir dem mal folgen hier, das? Ja, machen wir. Machen wir aber erstmal. Techniken. Ausweichen? Soll ich mir erstmal das hier holen, alles? Ach komm. Wenn ich die Winde habe, dann baller ich wieder in die Dings rein. Aber die ganzen Winde zu haben, dass mich die leiten, ist schon ganz geil. Weil erstens wirst du dann halt hingeleitet zu den geilen Punkten, wo du dich verbessern kannst. Ja. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie diese gelben Kugeln heißt, aber mehr diese gelben Kugeln, mehr Lebensenergie und so weiter und so fort. Aber auch während du durch das ganze Land streifst, kannst du natürlich auch ein paar Orte entdecken, wa? Nebenbei, links und rechts. Schickt euren besten Krieger! Es ist schon geil, dieses Herausfordern. Schon richtig nice. Sag alle, gut geht! Okay. War das Dorn-Ticken? Oh, Dorn-Ticken zu früh, wa? Du Ratte, Alter. What? Wie er sich einfach geduckt hat und das hat mich schon überfordert. Oh Scheiße. Das sieht nicht gut aus. Oh, 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 oh. Jetzt mal jetzt den Ball flach, Alter. Oh. Entschlossenheit, genau. Flüchtet ihr? Warum flüchten die? Schnell, Kage! Die halten wir auf. Komm doch her, Kage! Hör auf, du Verräter! Du Schwein! Du Schwein! Du dumme Sau! Ey, das ist doch nicht wahr. Oh. Hilf!
Tage, das werde ich niemals vergessen. Ne? Alter. Das ist ja wohl, also... Du brauchst gar nicht so tun jetzt. Was ist deine Erklärung? Was sagst du? Was hattest du? Angst. Ja, es ist Angst. Guck mal, wie beschämt er zur Seite guckt. Er schämt sich für die Aktion. Ja, du brauchst nichts zu erklären. Du hattest Angst. Ist okay. Sehr gut, Kage. Ja, nicht sehr gut. Was redest du da, Jin? Hast du gesoffen oder was? Jin hast du gesoffen? Ja, Spaß. Oh Gott, das ist schlecht. Stellt euch und kämpft! Ich fordere den Bär heraus. Der Bär denkt sich, alles klar. Täusch doch nicht an, du Idiot. So, das endet eh so. Gar nichts gesehen, aber wir haben ihn platt gemacht. Wo willst du mich hinführen, Vogel? Na komm, Vogel, dann verarschen mich die Tiere hier oder was? Was ist denn hier los? Hier! Wollte der mich verarschen, der Vogel? Ich werde dich zum Lachen gehalten. Da vorne sind die lila Blumen auf jeden Fall. Ich werde hier von vorn ein bisschen verarscht von den Tieren. Ja. Lila Chrysanthem. Der Musikant, der mir die Legende von Tadayori erzählt, erwähnte sie. Sie könnten zur Lila Krone führen. So. Oh mein Gott. Geil. Lila Krone. Hier könnte Tadayoris Rüstung sein. Weihrauch. Kürzlich verbrannt. Etwas in diesem Behälter da. Eine Karte zu Tadayoris Ruhestätte. Oh nee, bitte kein Rätsel, Alter. Warte mal. Das ist halt die Frage. Wenn das die Tafel ist, die unten zu sehen ist, dann muss ich ja irgendwie geradeaus nach oben, oder was? Dann ist es bestimmt da unten, oder? Ja, da drüben? Hier? Da sind auch lila Blumen. Ist das ein Fluss? Das ist ein Fluss, ne? Oder? Oder ist es eine Straße auf dem Bild? Ne, ist ein Fluss eher. Das ist ein Fluss. Dann müsste es bestimmt da hinten sein. Gebirgeformation, das passt auch besser zu dem Bild. Hier ist auch extra so ein Weg, wo du rüber springen kannst. Ja, das ist da hinten. Spring doch nicht immer so weit, Alter. Was ist denn das, Junge? Oh, ich kann direkt durchdrehen, Alter. Das ist doch Statt dass er da einfach normal, wie ein normaler Mensch runterläuft, ne? Nee, er muss springen. Ich gehe mal davon aus, dass da hinten ist. Aber ob es da hinten ist, Freunde, oder nicht, das werden wir dann beim nächsten Mal herausfinden. Schauen wir einfach mal. Ich gehe mal davon aus, aber ja, mal gucken.
Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bewerten, kommentieren nicht vergessen. Ihr kennt das Ganze. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.